So, herzlich willkommen zu Total War Three Kingdoms. Der Philipp und ich haben mal wieder Bock, ein Total War-Teil zu zocken. Philipp, erstmal Gruß an dich. Wie geht's? Alles klar. So, ja, und wir haben uns überlegt, wir zocken's mal mit den beiden Gesetzlosen, weil wir dann nämlich Rücken an Rücken starten. Nicht mit der Koalition oder sonst wem, nicht mit irgendwelchen Statthaltern. Und wir haben auch beide die Erweiterung, aber die gelben Turbane, sind sogar bei uns? Haben uns aber doch dagegen entschieden. Ich werde als San Yang zocken. Und Philipp nimmt die Frau. Wie man, wie man das ausspricht? Ja, hau mal rein. Du bist da aus dem Nahen Osten. Nee, Weiten Osten. Fernen Osten. Falscher Osten. Falscher Osten. Osten, wo ich wohne, ist nicht auf der Karte drauf. Noch nicht. Ja, alles klar. Also San Yang würde ich es aussprechen, aber ist wahrscheinlich komplett falsch. Philipp ist da unser Sprachgenie. Ansonsten bin ich halt der König des Schwarzen Berges und er ist halt die Räuberkönigin. Startsituation, ihr seht selbst, schwer und sehr schwer. Philipp die schwerere Sache gegeben, weil er halt einfach ein übelster Drake in dem Spiel ist. Nö. Aber dafür hilfst du mir ja. Na klar. So, ansonsten könnt ihr noch sehen, wir haben es auf schwer gestellt. Wir haben es mit dem Spielmodus Geschichte, wissen noch nicht ganz warum. Also man könnte auswählen Geschichte und Aufzeichnung. Wir nehmen einfach die Geschichte, keine Ahnung. Wird schon werden. Ansonsten einzigartige Funktionen. Das gibt ja bei Total War Three Kingdoms quasi bei jedem Stamm noch einzigartige Einheiten. Bei mir wären es halt die Marodeure, also eine Sturminfanterie mit zwei Äxten. Dann so ein Typ mit so einem Kampfspeer. Nahkampfinfanterie und halt, ja, was ist das? Ein Typ, also Jäger, der quasi beides kann. Bogenschütze und mit der Axt zuschlagen kann. Also wahrscheinlich die Einheit, die ich öftesten dann bauen werde irgendwann. Und mein spezielles Gebäude, seht ihr selbst, das Versteck des Schwarzen Berges, werde ich dann in Indien aber erklären. Was kann der Philipp? Philipp hat nur zwei Einheiten, weil er einfach mal eine Pussy ist. Auch so ein dein Typ heißt Versteck der Äxte, auch nicht schlecht. Auch so eine Sturminfanterie mit zwei Äxten, also da sind wir am Anfang relativ gleich. Und Fäuste der Räuberkönigin, wieder ein Typ mit zwei Äxten, aha. Ist ja richtig, also Digga, ne? Dann kannst du richtig aus dem Vollen schöpfen. Erst ab Rang 6 kann man den kriegen. Bei dir ab Rang 6? Ich krieg die schon ab Rang 5, die besten von mir. Ja, ist eine andere Einheit, sieht nur genauso aus. Ja. Aber da muss der Kommandeur Rang 6 sein. Also hier, Zeng Yang. Ich holen kann. Genau. Wie es alles im Spiel aussieht und so weiter, zeigen wir euch dann gleich. Ansonsten kann er halt die Räuberhöhle bauen, kriegt er mehr Nachschub, dafür weniger Einkommen. Aha. Und eine Tributhalle kriegt er mehr Einkommen aus Tributstaaten. Das heißt, Philipp könnte irgendwann mal darauf gehen, irgendwelche Tributstaaten anzuheuern. Ich werde die Typen einfach überrennen. Das ist jedenfalls der Plan. Es ist wohl gar nicht so einfach, das Spiel. Deswegen kann es auch einfach komplett schief gehen. Da, also glaube ich. Das wird es. Ja, siehst du? Also wir sind beide auf jeden Fall auf dem Dampfer, dass wir komplett untergehen werden. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall drauf. So, dann würde ich sagen, China muss vereint werden. Unter meiner Flagge. Ja, Philipp hat mir schon angedroht, wenn ich irgendwie böse bin zu ihm oder sowas, unterwandert er mich und übernimmt mich quasi. Mal gucken, wie das wird, naja. So, ich hoffe, ihr hört es im Hintergrund. Ich habe jetzt mit den Toneinstellungen halt so gutes Ding vorher geübt. Klingt ein bisschen komisch, aber ist halt so. Ne? Falls es vom Sound her, ne, komplett scheiße ist, kann ich das erst in der nächsten Aufnahmesession sozusagen ändern. Deswegen habt ihr da einfach Pech gehabt. Nö, so ist es. Nein, das ist total klasse. Also es macht schon Spaß. Das Schöne ist, eigentlich solltet ihr jetzt ein Video sehen, aber ihr seht nur eine komische Malerei. Die habe ich da mal eingefügt, weil ich bin ja so ein halber Künstler. Ne? Scherz. Kann ich auch alles rausschneiden. Ja. Und mal gucken. Also mit China, mit der Geschichte China kennt sich Philipp auf jeden Fall viel mehr aus. Es ist halt jedes Mal so, dass er sich eigentlich geschichtlich mehr auskennt als ich. Der hat auch in Erdkunde immer die 1 gehabt. Damals. Ich kenne mich aber gar nicht mit der Geschichte von China aus. Nö. Und deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ich leite die komplett an ihn weiter und er darf sich dann darüber informieren. Ansonsten ist es halt ein Total War-Teil, wo ich am Anfang ein bisschen was erklären werde, aber das ist so eher so Learning by Doing, weil ich selbst keine Ahnung noch von dem Spiel habe. Also ich habe bis jetzt einmal, schön, übrigens fand ich ran mit der Runde, ist natürlich wieder super. Ich warte erstmal auf dich, ne, bis du mal geladen hast, mein Guter. Genau, ist selber so ein bisschen tricky, wer fängt an, also die Runden ist wieder rundenbasiert, Total War typisch, wer es nicht kennt. Jeder hat seine Runde und dann ist die KI quasi einmal dran und die Frage ist immer, wer hat die Runde zuerst? Und das wird wohl ich jetzt immer sein. Ja, ansonsten, so sieht's halt aus. Das ist hier der Königreich China, ungefähr 190 nach Christo, wenn ich es richtig verstanden habe. Da oben steht's, genau. Genau, das immer. Und, ja, das ist quasi die Kampagnenkarte. So sieht das hier alles aus. So, wo ist denn der Philipp eigentlich?
Das ist natürlich praktisch, man kann wirklich raus und ich habe noch kein Land, ne? Man sieht auf der Karte auch nichts weiter als sein eigenes Reich und die angrenzen. Genau, und selbst von denen sieht man nicht viel. Das ist eigentlich ganz cool. Genau. Ja, man sieht auch von den anderen, die man angrenzen, nicht viel. Selbst wenn man Spiono hinschickt, dauert das eine Weile, bis man da wirklich ein bisschen Durchblick hat. Also, das ist eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, was in der Welt passiert. Genau, das ist eigentlich ganz interessant sozusagen. Die zweite Sache ist, gleich, wenn wir gerade Spion ansprechen, gleich eine neue Neuerung zu den anderen Tote-Wort-Teilen. Es gibt keine Agenten mehr, die einfach so rumlaufen. Also ihr habt eure Armeen ganz normal, aber ihr habt jetzt nicht so einen Spion oder Attentäter oder sowas, der rumläuft. Weißt, dieses Typische, wo man halt einfach so einen Typen ausgebildet hat und der ist einmal durch die ganze Karte gelaufen und man hat dann alles gesehen und hat dann irgendwelche Leute massakriert oder Einkommen gesenkt oder Städte irgendwie, was weiß ich, belagert oder sonst was da eingeschleust. Das gibt's nicht mehr, das funktioniert jetzt ein bisschen anders in dem Spiel. Wie es genau funktioniert, ganz ehrlich, muss ich selber nochmal irgendwie gucken. Aber wir haben halt wirklich nur unsere Einheiten auf der Karte, beziehungsweise die Generäle. So. Jeder von uns beiden startet halt im Endeffekt mit einer kleinen Armee am Anfang und wie es bei den typischen Tote-Wort-Teilen ist, ist es so eine Art, ja, 5-Minuten-Tutorial. Das muss dann reichen, der Rest ist sozusagen Learning by Doing. Scheitern by Doing, würde ich sagen. Und das erste Tutorialsplatz ist im Endeffekt, dass ihr eine gegnerische Armee angreifen sollt. So, meine Leute können halt öfters mal einen Nachtkampf ausüben und generell beim Angriff auch auf den Hinterhalt setzen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Diese Schlacht sieht jetzt ein bisschen anders aus. Im Endeffekt steht ja einfach nur Hinterhalt. Schlacht von hast du nicht gesehen. Wer gegen wen? Wer angreift? Wer verteidigt? Nachtkampf, wie gesagt, kann ich im Moment nicht anstellen. Wie viele Truppen ich entsendet habe, wie viele Gegner. Ihr seht schon 800 zu 100. Wie viele Verstärkungen noch da sind, ist keine. Also Verstärkung werden dann andere Armeen oder wenn ihr bei der Stadt kämpft oder so. Und unsere erwarteten Verluste und die gegnerischen erwarteten Verluste ist halt niedrig zu hoch. Und dann könnt ihr es einfach selbst spielen. Delegieren ist wieder, dass ihr die KI machen lässt. Ihr könnt euch nochmal davon zurückziehen. Wir können nochmal dort schnell speichern, einfach aus Spaß. Und die Karten an sich, da betrachtet man die Karte halt aus Vogelperspektive, dass man sagt, wo könnte man denn schon mal planen, wo man sich hinlegt und so. Ich würde die erste Schlacht, weil die halt einfach so sinnlos ist, delegieren. Hinterhalt erfolgreich. Philipp, kann jetzt nochmal abstimmen anscheinend, das ist ganz neu. Auch nicht schlecht. Aha, den kenne ich so gar nicht. Nö. Aber ganz ehrlich, bei 800 gegen 100, ich meine, wir werden natürlich sehr viel Schlachten selber schlagen, weil deswegen spielen wir dieses Spiel zusammen. Ne? Das macht ja auch uns am meisten Spaß. Und wie immer eigentlich bei Tote Wortteilen ist jetzt so, dass wir, oder bei den neueren Tote Wortteilen, ist jetzt die Frage, was machen wir? Ich habe jetzt nur ein paar Sekunden Zeit. Entweder nämlich Lösegeld. Ne, das ist die friedliche Variante, kriege ich halt 220 Einkommen. Ich plündere die Vorräte, kriege ich ein bisschen mehr Militärvorräte, komme ich gleich dazu. Oder halt mehr Nachschub, da ich so gut wie nichts verloren habe, brauche ich den Nachschub nicht. Militärvorräte habe ich auch noch genug, ich nehme das Einkommen. So, wie gesagt, zu Militärvorräten kommen wir dann gleich. So, jetzt haben wir die Schlacht gewonnen. Und als nächste Mission, das steht dann, glaube ich, genau, normalerweise hier. Null. Geil. Also im Einzelspielermodus hält ihr jetzt die Mission, dass ihr jetzt den Holzplatz einnehmen sollt. Machen wir gleich mal. Philipp macht dann gleich wahrscheinlich dasselbe nochmal. Da haben wir jetzt nochmal 3 Einheiten gegen uns. Wir würden ein bisschen viele verlieren, aber wir würden damit sofort den Holzplatz einnehmen. Und auch das werden wir mal kurz delegieren. Das kriegen wir mal schnell noch hin. Und damit haben wir das jetzt auch fertig. Haben ein bisschen mehr Einheiten diesmal verloren. Da übrigens die Vorräte, 60 von 100. Und jetzt ist wie immer bei Tote Wortteilen, was wollen wir machen? Wollen wir die Stadt besetzen? Wäre minus 20% der Bevölkerung. Dafür haben wir ein Einkommen von 5. Stark. Fraktionsunterstützung und 10 Militärvorräte. Oder halt wir plündern und besetzen. Kriegen wir halt mehr Einkommen erstmal. Aber Siedlungsstufe wird halt verringert, zeige ich euch gleich. Und wir plündern und ziehen uns zurück. Das ist halt das typische Plündern quasi. Ne? Ich besetze es mal. Weil ich die Bevölkerung und die Siedlungsstufe behalten möchte. So, ansonsten. Das Plus bedeutet einfach nur wie immer, dass ich halt sozusagen die Einheiten wieder aufladen muss, weil wir haben ein paar Leute verloren. Das sind meine verschiedenen Einheiten, das sind die Generäle. Wenn Philipp dran ist, erzähle ich euch dazu zu dem ganzen Zeug auch nochmal ein bisschen was. Und wir haben jetzt gerade quasi unsere erste Region, beziehungsweise nicht falsch, unsere erste, wie soll man es normal formulieren, unsere erste Provinz, was hier Komturei heißt. Eingenommen. Kann sein, dass ich da immer so ein bisschen hin und her schwanke dazwischen. Also Provinzen waren ja damals so, dass die aus verschiedenen Regionen bestanden haben. Und hier heißt es einfach nur Komturei, die aus verschiedenen Ortschaften plus ja, Höfen und Holzplätzen und so ein Zeug bestehen.
So, bei uns ist es halt einfach so, dass wir halt einfach nur zwei haben. Das könnt ihr halt ganz normal sehen. Unsere Region heißt halt Yanmen. Da steht's hier. Und da gibt's halt einen Holzplatz. Das ist hier ganz rechts. Und halt unsere Region mit unserem Hauptgebäude und ein paar Gebäude, die wir bauen können. So, dazu nachher mehr, wenn Philipp dran ist. Da kann ich euch das alles ein bisschen besser zeigen. Wir können jetzt in der Komturei, könnt ihr immer nur ein Gebäude gleichzeitig bauen. Also entweder was am Holzplatz oder was in eurer Ortschaft. Vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, weil sonst haben wir da nämlich, ihr könnt halt nicht, wenn ihr jetzt ganz viel Geld angespart habt, dann einfach mal eure Stadt hochziehen. Das funktioniert an sich nicht. So, was bringt der Holzplatz? Ich muss mal kurz gucken. Der bringt ein bisschen Einkommen. Der Rest ist scheißegal. Cool. Und wir können unser Fraktionsgebäude bauen. Ich glaube, ich baue mal unser Fraktionsgebäude. Das könnt ihr nämlich nur in der ersten Stadt bauen, in eurer Hauptstadt. So wie ich es bis jetzt rausgefunden habe, das Versteck des Schwarzen Berges. Das aber bauen wir mal kurz. Der Holzplatz ist noch keine Stadt. Ich glaube, die Hauptstadt ist eine richtige Stadt und dann gibt es halt sowas wie... Hab ich doch erzählt, du Depp. Du musst doch zuhören! Du musst doch zuhören, mein Freund! Die, in der Ortschaft. Da baust du halt die ganzen Sachen. Genau. Dumme Sau, ich hasse dich. Du hast einen Holzplatz, hast du erzählt. Ich sehe noch auf der Karte noch gar nichts. Ja, wir müssen uns mal verbünden. Achso, dann machen wir das doch gleich mal. Verbünden wir uns doch mal mit dem Philipp. So, wo waren hier Bündnisse schmieden? Ich mich auch gar nicht. Du hast doch noch Diplomatie noch gar nicht, oder? Ich hab. Wo war denn die scheiß Diplomatie, Alter? Oben links der zweite Knopf. Ja, hier, die Hände. Das Einzige, was ich nicht hatte. Das ist korrekt. Das heißt, du musst erstmal das Ding einnehmen, dass wir sozusagen, nebeneinander sind. So, mehr will ich im Moment, glaube ich, auch noch nicht machen. Ich könnte noch gucken, ob ich noch eine Einheit rekrutieren möchte. Du kannst nicht machen, so sieht es doch aus. Ich finde das nicht gut, wie du mich jetzt hier beleidigst, also... Bin ich jetzt, also... Man kann es auch netter formulieren. Ich habe nur gesagt, wie es ist. So, ich werde mal einer... Na, wohl, nee. Das ist die Frage, baust du gleich Einheiten, Digga? Ja, ne? Das werden wir sehen. Ich weiß nicht, ob wir dafür Geld haben. Ich mache jetzt, ich weiß nicht, wie viel Plus du machst pro Runde. Nix. Aber eigentlich müssen wir schon ziemlich schnell expandieren, ansonsten. Das ist halt das Problem, ne? Ihr könnt übrigens auch nicht so viele Einheiten pro Runde bauen. Ich glaube, zwei sind so das Maximum pro. Dann kann man halt Gebäude Typ. Das erhöhen. Und genau. Ich glaube sogar, meine Fraktion macht mehr. Die macht, ich kann eine. Musst du minus eins, ja. Irgendwie bei dir geht's mehr, ja, ja. Sein sozusagen eine Fähigkeit. So! Ich habe jetzt genau die gleiche Startsituation wie du. Ich habe jetzt hier eine Armee neben mir, die greife ich jetzt einfach mal an. Aha, dann sieht es so aus. Jetzt hat sich bei dir die Karte gedreht ins Nirgendwo, nicht wahr? Ja, und ich sehe gar nichts. Also, Philipp delegiert auch. Philipp hat erstmal 1200 Einheiten, wo ich 800 habe. Danke dafür. Ne? Also, Philipp hat einfach mal ein paar mehr Einheiten als ich. Keine Ahnung, warum er schon wieder cheatet. Was? Er hat nicht gewonnen, was soll? Entscheidender Sieg, klar hast du gewonnen. Aber das steht noch. Drei Infamie, wieso das? Fortsetzen? Ich hab meinen Charakter gefangen genommen. Xonyu! Was hast du gemacht? Ich mit dem machen. Philipp hat schon wieder, der hat schon wieder komplett, ne? Der hat schon wieder diese. Ach, ich hasse ihn jetzt schon wieder. Ich kann ihn einsetzen, ich kann ihn freilassen und er exekutieren. Jetzt weiß ich auch, warum Philipp mehr Einheiten hat. Wir hatten halt Kavallerie und Philipp hat gar keine Kavallerie und hat dafür Fußsoldaten. Und Fußsoldaten hast du logischerweise immer ein bisschen mehr als Kavallerie. Jetzt von der reinen Einheitenzahl. Dann gleicht sich das ja wieder aus. Warten auf Spieler, dann mach mal. Philipp hat übrigens das Kaiserreich angegriffen. Schön, mal du da. Ich glaube, wir auch, ne? Ich glaube, wir auch. Oh, ich sehe sogar dich. Ah, ne, hör mal, das ist die Ortschaft. Wo bist du denn? Jetzt gehe ich nach oben oder gehe ich nach oben? Ach, danke, dass ich jetzt die Karte mal kurz ganz komplett gedreht hat. Wie? Ja, das ist ein bisschen... Nee, du musst jetzt hier Taiyuan ist deine Ortschaft. Die musst du platt machen. Vom Han-Kaiserreich. Da hast du ja gerade die Armee platt gemacht. Genau, du musst... So kann ich gar nicht mehr gehen. Nee, du musst die Ortschaft jetzt platt machen in der Runde. Es geht nicht anders. Na klar. Das ist dann deine Hauptstadt sozusagen. Delegieren. Naja, wird auch ein paar Verluste haben, aber das ist normal. Ähnlich wie bei uns hier, bei mir sozusagen. Nochmal 300 Leute verloren. Na dann, ja, einfach besetzen. Nö, ich hab kurz überlegt, ob ich es plünder und besetze. Für ein bisschen Geld, aber macht irgendwie keinen Sinn. Warten auf Spieler? Soll ich fortsetzen drücken? Kann ich mal. Ja, einfach. Sorry. Ich dachte. Ich dachte, weißt du, wenn ich einmal anfange zu denken, dann ist es ungünstig. Ich meine, jetzt, jedes Mal dreht sich die Karte, es geht mir übelst auf den Pissmann.
Das ist natürlich gut hier. Gleich das erste Gebäude macht 2000 oder macht 100 Einkommen mehr. Oder Vor allem hast du Rekrutierung. eine Eisenmine hast du in deinem Land, ne? Das ist übelst krass. So, dann Philipp, guckt sich mal das alles so ein bisschen an. Ich Habe ich zeige noch euch mal nicht so ein. eingenommen. Was? Die habe ich noch nicht eingenommen. Die muss man einnehmen, die Eisenmine. Die ist da rechts, hinter dem Logisch. Berg. Aber das ist halt für deine kleine Komturei. Also Philipp hat das Spiel auch. Wenn. Also Philipp tut so, als ob er das Spiel zum ersten Mal spielt, hat es aber eigentlich schon gespielt. Ich will euch nur mal kurz erzählen, wie es mit der Ortschaft hier läuft, was also die ganzen komischen Buttons sind, weil das soll in die erste Folge eigentlich noch mit rein. Ihr habt jetzt die Ortschaft. Einfach nur ganz links steht der Typ, der Icke halt, ne? Also unser Anführer. Dann wie die Komturei heißt und was es ist. In der Fall eine Ortschaft. Hier unten wäre es halt ein Holzplatz. So, ansonsten. Diese komischen roten Köpfe heißt, dass die öffentliche Ordnung hier mal ein bisschen nach unten geht. Wir haben zwar positiven Faktor mit der Garnison, also wie immer, wenn ihr irgendwo drin steht in der Stadt, habt ihr halt öffentliche Ordnung plus durch eure Armee, die da steht. Dafür habt ihr negative Faktoren wie -12 Fraktionsunterstützung. Aha. Gut, das heißt, jede Runde wird es halt um -8 schlechter. Das gilt für die ganze Komturei, egal ob wir jetzt im Holzplatz oder im Ortschaft drin stehen. Die rechte Zahl, also die rechts daneben die Zahl, das ist einfach unsere Bevölkerung, die geht halt langsam nach oben. Im Moment haben wir hier ein Maximum von 300.000, können wir mit unserem Hauptgebäude erhöhen. Zeige ich euch dann gleich. Was, wenn es auf dem Maximum ist, weiß ich nicht genau. Was dann passiert, ob dann keine mehr dazukommen oder ob es dann Überbevölkerung gibt und keine Ahnung. Wie wir die abschlachten, weiß ich auch nicht. Ansonsten, umso mehr Bevölkerung ihr habt, umso mehr Bonus auf Landwirtschaftseinkommen kriegt ihr dort. Unter anderem seht ihr jetzt, im Moment habe ich 30%. Insgesamt ist das höchste 350%. Das ist schon eine Menge. So, ansonsten, das nächste ist dann die Nahrung. Es gibt wieder Nahrung, ähnlich wie bei Shunlun 2, müsst ihr wieder Nahrung quasi haben. Wenn ihr zu wenig habt, dann habt ihr negative Folgen. Wenn ihr zu viel habt, habt ihr positive Folgen. Im Moment ist unser positiver Gesamteffekt halt, dass wir 5% mehr Einkommen aus Landwirtschaft haben und plus 2 Reserven in Einkommensbereichen. Das heißt, überall kriegen wir halt mehr Nahrungsreserven angelehnt, sozusagen. Und ansonsten ist halt einfach nur, wie viel Geld, wie viel Einkommen wir kriegen. Und nicht verwechseln, da steht jetzt 88 Einkommen durch Bauern oder 88 Bauern. Heißt, dass unser Einkommen komplett aus der Landwirtschaft, aus Farmwirtschaft besteht, von Bauern. Wenn jetzt da irgendwo mal Industrie dazu kommt, dann steht da 88 aus Bauern und 100 aus Industrie zum Beispiel. Ne? Also sind jetzt nicht 88 Bauern, sondern 88 Geld. Und die Ortschaft ist halt Stufe 2, stimmt das? Ja, genau. Und dieser, ja, was soll das sein? Dieses Symbol mit der 2 oben drüber heißt, dass unsere Ortschaft sozusagen Stufe 2 ist. Ich habe es euch schon mal gezeigt gleich gerade. Die Ortschaften, das ist quasi euer Hauptgebäude, das geht bis 10 hoch. Bis zur Kaiserstadt. Könnt ihr überall Kaiserstädte errichten. Hat aber auch negative Folgen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, es ist nicht so einfach gemacht bei den Gebäuden, dass ihr sagen könnt, wie bei zum Beispiel bei der Total War Warhammer-Reihe, ihr geht einfach immer aufs höchste Gebäude. Ne? Ihr baut in ein Gebäude und geht immer bis hoch. Nicht Angriffspakt, ich will Geld dafür. Hab keinen. sondern. Ihr habt auch negative Folgen. Und zwar, guckt euch das mal an. Rot ist meistens was Negatives. Minus 46 Nahrungsproduktion, wenn ihr hier eine Kaiserstadt hinbaut. Im Moment haben wir gar keine Nahrungsmittel, die wir für diese Ortschaft brauchen. Ne? Für eine große Ortschaft auch noch nicht. Und ab Stufe 4 geht es dann los. Da braucht ihr schon zwei Nahrungsproduktionen. Minus. Das heißt, ihr müsst irgendwie Nahrung produzieren können. Nahrung ist aber global gesehen. Also nicht für die einzelne Komturei, sondern global für alle Komtureien. Also wenn ihr irgendwo zum Beispiel mal 5 Nahrung plus macht in der Komturei, könnt ihr irgendwo auch 5 Nahrung minus machen. Ne? Das müsst ihr also für euch sozusagen zur Planung. Ja, und ansonsten, hier ist das gleiche mit dem Holzplatz. Der ist noch Stufe 1, deswegen steht ja auch keine 1 oder sowas. Steht auch hier unten immer die Gebäude, die Rangzahl 2, 1 und 1. Und wir bauen gerade halt, wie gesagt, unser Versteck des Schwarzen Berges. Das ist quasi unser Spezialobjekt und das können wir auch nur, so wie habe ich es jetzt rausgefunden, in Yanmen bauen. Und das kann ich euch mal kurz zeigen. Also das Ganze, wie die Gebäude aufgebaut sind und so, da kommen wir noch ein bisschen später dazu. Aber nur, dass ihr mal seht, also es sieht ein bisschen komischer aus, wie wir zum Beispiel bei Total War. Es gibt einfach, also bei Total War Warhammer zum Beispiel oder bei Opa, selbst bei Rom, es gibt ja einfach mehr Gebäude. Ne? Und die Gebäude harmonieren teilweise, beziehungsweise ist halt da nicht so einfach, sich da was ja, sowas zu überlegen, wie welche Gebäude kombinieren oder so. Ihr müsst euch ein bisschen reinfuchsen und wie immer, learning by doing. Ihr seht übrigens immer die normalen Gebäude, die ihr überall bauen könnt. Wie ihr sagt, das gelb markierte ist halt das, was wir hier nur bauen können. Ja, das Schlosssymbol heißt, ihr könnt es ja gerade nicht bauen, weil wir keinen Bauplatz frei haben. Ne?
Und ansonsten seht ihr halt noch, dass, dass zum Beispiel diesen Holzplatz, das sind diese lokalen Kiefern, wenn es halt in dieser Turmtorei ist. Genau. Ansonsten, das ist halt unser Hauptgebäude und da gibt es halt drei verschiedene Varianten davon. Eine davon können wir bauen. Gucken wir uns dann später mal an. So, und jetzt bin ich wieder dran. Also, meine Runde startet immer ich als erstes, dann Philipp und dann kommt die KI. Die Runden oder die Jahre werden instant aufgeteilt in, glaube ich, in fünf Jahreszeiten. Also die typischen, die ihr kennt: Frühling, Sommer, Herbst und Winter und Ernte. So habe ich es verstanden. Das heißt, alle fünf Runden habt ihr quasi ein Jahr um. Forschungsbomben und so gibt es auch, aber da kommen wir dann später zu. So, dann, wir haben jetzt einen Nicht-Angriffspakt, mein Guter. Dann zeige ich euch mal bei der Diplomatie, dass da auch mehr geht. Filippo, da ist er. Verhandeln. Heirat. Nee, so, das ist euer neues Diplomatie, ja, neues Diplomatie-Menü. Und das ist das Ding, was halt wirklich, sagen wir mal, stark überarbeitet wurde. Erstens, wir wollen Philipp den Krieg nicht. Wir wollen Frieden, haben wir schon. Wir wollen ein Handelsabkommen mit Philipp. Geht das schon? Ihr Han verhandelt mit Ankommen anbieten. Achso, warten auf andere Spieler. So, ihr habt es gerade gesehen, glaube ich, nochmal kurz. Das würde uns halt 300 Einkommen mehr machen pro Runde. Das ist schon mal gut. Auch ein wieder ein Punkt. Wir könnt nicht so viele Handelsabkommen machen, wie ihr wollt. Wir können am Anfang eines Staats immer nur ein Handelsabkommen haben. Dann müsst ihr euch bestimmte Sachen entwickeln beim Forschungsbaum, dass ihr zum Beispiel ein zweites haben könnt und so. Also ihr müsst dann schon überlegen, welches mit wem eingehen wollt. Aber bei Philipp und mir ist es klar, weil dieses Handelsabkommen ist halt bruchreif sozusagen. Ne? Passiert halt nichts. Wir können um Geld bitten, wir können ihm schicken, wir können das auch regelmäßig machen statt einmalig. Wir können mit Nahrungsmitteln handeln, also wenn es bei Philipp mal richtig kacke aussieht, dann schickt er uns welche. Wir können mit Gütern handeln, mit bestimmten Gütern, also da komme ich auch gleich nachher dazu. Wir können durch Heirat unserer Fraktion anschließen. Okay. Können wir denn auch ein Bündnis wählen? Koalition gründen. Könnt ihr nicht. Ihr müsst mindestens Rang zweiter Marquis sein. Aha, Militärbündnis gründen. Ihr müsst mindestens Rang Marquis haben. Also wir können auch kein Militärbündnis haben. Wir können militärischen Zugang machen. Das macht zum Beispiel nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Verpflichten, das Mandat zu teilen und sich gemeinsam zu siegen. Was ist das denn? Verpflichtet euch unwiderruflich, das Mandat des Himmels mit diesem Spieler zu teilen und gemeinsam zu siegen. Und das wäre quasi ein Bündnis auf Lebenszeit. Aber das können wir später mal machen. Soll Das noch habe nicht ich jetzt sein. dir jetzt gemacht, du Wichser. Ich will nicht gegen dich spielen. Sonst höre ich gleich wieder auf, sonst freue ich mich. Zack! Ist das schon Beispiel super. Aber wir haben jetzt trotzdem keine Koalition Können wir uns frei. auch sehen gegenseitig? Das ist ja Hammer. Tribut bieten. Das ist ja mal was. Wirklich? Ich kann nicht sehen. Tut ich gleich mal. Oh, du hast schon zwei? Ja, Zwei klar. Gebiete? Ja, ich habe Jammin schon gehabt und habe gleich einen Holzplatz eingenommen. Geil, ne? Perfekt. Tut so blöd, ne? Genau, als nächstes sind die Was Wichser hier hast du dran. gehabt? So. Ansonsten geht es jetzt eigentlich weiter. Wir haben jetzt unser Versteck gebaut, was uns jetzt im Endeffekt 5% mehr Einkommen durch Plünderung von Siedlungen bringt und 5% mehr Einkommen durch Beute nach dem Kampf bringt. Und halt generell bei jedem Gebäude ist es so, dass die halt, wenn du die baust in einer Ortschaft, dass die halt andere Gebäude billiger machen, wie zum Beispiel bei dem hier Wirtschaftsgebäude. Da gehe ich aber nicht wirklich drauf ein, muss ich euch ehrlich sagen. So, mit meiner Armee würde ich jetzt ungern schon angreifen, einfach nur weil die halt noch überall sich ja, regenerieren muss. Ich würde halt lieber nochmal ein paar mehr Leute bauen. Und zwar bauen wir mal die billigsten Einheiten gleich am Anfang nochmal hier. Und zwar bauen wir mal zweimal Bodenschützen. Die kosten nicht viel. Da sind sie. Und genau, die zwei kann ich sofort bauen. Eine Sache, die auch ganz neu ist: Wenn ihr Einheiten baut, sind die nicht vollständig, wenn die rauskommen. Sondern die werden quasi langsam und sicher gemustert sozusagen. Also könnt ihr das vorstellen, als ob da irgendjemand mit einem Stift und einem Zettel sich hinstellt und sagt, so, ich hätte ja mal eine Musterung, ich würde jetzt gerne mal 200 Leute einstellen und dann kommen die alle in langer Schlange und es dauert ein bisschen, bis die alle unterschrieben haben, ihre Rüstung anlegen, ihre Waffen bekommen und kurz ausgebildet werden. Und genau so müsst ihr euch das vorstellen. Das heißt, das dauert ein bisschen. Das würde bei mir zum Beispiel 5 Runden im Moment dauern, bis die fertig sind. Das ist halt Wahnsinn. Ja, deswegen. Ja, deswegen das mit der Musterung. Ansonsten gucken wir nochmal, haben wir nochmal ein bisschen Kavallerie oder ist die teuer? Ja, die ist arschteuer. Dachte ich mir fast schon. Ist nicht so gut.
So, unser Hauptgebäude kostet 2000, unsere Höhle kostet 2000. Wir könnten noch unseren tieferen Holzplatz bauen. Und wir haben noch dieses komische Grundbau, sonst was für ein Amt. Da muss ich mal erst was gucken, was das überhaupt für ein Blödsinn ist. Das ist super. Das ist quasi ein Gebäude, das wird uns nachher Nahrung produzieren. Im Moment machen wir plus 1, alles super. Das heißt, wir bauen jetzt die Kiefern weiter, weil das einzige Gebäude ist, was wir im Moment noch bauen können. Und es würde uns halt ein bisschen mehr Einkommen machen. Gleichzeitig bei diesen Sondergebäuden, also nicht bei der Ortschaft, sondern diesen Sondergebäuden, ist es so, dass ihr, wenn ihr das höher baut, dass ihr auch mehr Garnison da reinbekommt. Also relativ sinnvoll. So, dauert aber jetzt mittlerweile auch schon 3 Runden. Ja, und ansonsten ist noch was zu tun. Ich glaube, jetzt im Moment noch nicht so richtig. Wir können uns nochmal den Hof angucken. Da passiert noch nicht viel, deswegen will ich da nicht drauf eingehen. Wir haben auch keinen Sohn, wir haben keine Frau, wir haben nichts sozusagen in der Hinsicht. Und hier steht nochmal so ein bisschen, wer mit wem eigentlich ganz gut kann. Das ist aber in dem Spiel noch nicht ganz so krass drin. Diplomatie haben wir gerade schon gehabt. Die Reform, das ist die Forschung, zeige ich euch nächste Runde, weil da ich eine Reform wählen kann. Ein geheimes Netzwerk, das ist das mit den Spionen. Aktuelle Spione 0, seht ihr selbst, kann ich auch noch nicht viel machen. Aufzeichnung ist einfach nur so ein bisschen statistikmäßig, was passiert die Runde. Schatzkammer, es hat einfach wie viel Einkommen, wie viel Plus und so weiter gemacht. Und Fraktionsrat, wir haben noch keine Fraktion, also auch für den Arsch. Deswegen können wir eigentlich viel machen. Bekannte Fraktionen. Hinten seht ihr halt sozusagen, wie sie so denen uns eingestellt sind. Ja, und im Endeffekt ist alles irgendwie negativ. Super. Eure Komtureien, eure Provinzen sozusagen, unsere Armeen, ist auch klar. Unsere Charaktere, da können wir mal auf unseren Typen nochmal kurz raufgehen. Da haben wir das nämlich auch mal durch. Und zwar geht es jetzt im Grunde genommen darum. Mach erstmal die Runde weiter, oder? Dann kann ich machen, während du. Na, eine Sache muss ich vorher noch machen. Deswegen, die Minute muss man dazu haben, mein Kleiner. Nicht so jetzt. Und wir sind auch gleich fertig, also, ne? Von der Sache her, es gibt 5 Attribute. Einmal Wissen, das reduziert halt die Baukosten und Ausweichen im Kampf. Einmal Entschlossenheit, hat halt mehr Gesundheit und mehr Bevölkerungswachstum. Also beides bis jetzt so ein bisschen Sachen, die ja eher so für Statthalter benutzen würden. Ist nicht unbedingt einer, der... Obwohl, mehr Gesundheit ist schon gar nicht so schlecht, aber generell jetzt nicht unbedingt für einen Kampf besonders doll. Hier haben wir was für einen Kampf. List, einmal mehr Munition und mehr Militärvorräte. Dann haben wir Instinkt, mehr Nahkampfschaden, weniger Rekrutierungskosten. Und Autorität ist mehr Zufriedenheit und mehr Einheitenmoral. Dann haben wir noch bestimmte Sonderfähigkeiten. Dann könnt ihr noch Fertigkeiten weiterentwickeln, wenn der Typ mal einen aufsteigen würde. Und ähnlich wie bei den Warhammer Games habt ihr Waffen, Rüstung und zum Beispiel Pferde, also Reittiere, die euch auch Boni geben. So. Nächste Sache, die wir machen können, und da muss Philipp auch mal gucken, hast du einen Anhänger? Es gibt wieder einen Anhänger, aber ihr könnt nur einen einstellen. Unser Anhänger würde 6 List, 6 Autorität. Wenn du eine Anhängerkupplung hast, genau. Dann kannst du auch einen Anhänger haben. Ja, der Typ, also so ein Typ quasi, der hinter euch her kriecht sozusagen und sabbert, damit ihr dann über die eigene Schleimspur stolpert. So ein Typ, habe ich. Schaltet auftragfrei über Überschussmärkte, keine Ahnung, und gibt halt mehr Handelseinfluss. Den nehmen wir einfach mal mit. So. Müsst ihr hier auf Ausrüsten klicken. Klasse, haben wir einen. Und bei Zugehör haben wir 2 Sachen. Ihr könnt auch wieder so eine Sache mitnehmen. Entweder mehr List und mehr Zufriedenheit oder mehr Wissen und mehr Zufriedenheit. List war das mit dem Kampf, ne? Ah, alles klar. Mehr, was? Das andere war mehr Wissen. Ah, mehr Baukosten ist natürlich auch mehr Baukosten. Ah, was soll's. Mehr List war, mehr Militärvorräte, mehr Munition. Unser ist ein kriegerischer General. Machen wir. So. Genau, das ist der Typ. Gehen wir nochmal kurz in ihn rein. Und der kriegt bei mir halt mehr Wissen und mehr Zufriedenheit. Zack. Super, dann bin ich auch durch. Und Philipp ist dran. Beziehungsweise Philipp in dem Spiel Musashi. Ja, Philipp ist wahrscheinlich jetzt auch bedingt, dass er halt ein bisschen Einheiten bauen will wahrscheinlich, ne? Und dann die Eisenmine angreifst. Weil das gibt ihm halt unglaublich viel Geld. Hey, nimm doch erstmal deine Komturei ein, Dicker. Ja, unten ist auch noch eins. Das sind ja drei Orte. Ach, du hast eine Eisenmine und einen Werkzeugmacher. Eieiei. Ja, ich bin halt übelst weit weg. Aber muss halt sein. Musst du da durch mein Gebiet? Du kannst nicht durch die Berge durch, ne? Ja, oben rumlaufen halt, bei dir da so. Ah! Achso, das ist übrigens auch neu. Man kann übrigens Gebiete abgeben. Also es kann gut sein, dass ich die Eisenmine zum Beispiel für Philipp einnehme und ihm die danach einfach zum Beispiel gebe. Das kann man natürlich auch überlegen. Dann machst du erstmal den Werkzeugmacher.
Das ist natürlich auch die Idee, weil Philipp müsste jetzt, er kann nicht durch die Berge hier durch, Philipp müsste jetzt außen rumlaufen und es dauert halt. Es dauert halt einfach nur. Aber ich baue dann einfach nächste Runde eine neue Armee. Oder so. Er hat einfach Geld. Ich laufe jetzt einfach mal los. Nee, hab ich nicht. Ich hab nur. Ich hab 41, nur mal so. Ich hab 182. Nee, ich hab nur eine Einheit erbaut jetzt. Scheiße. Ich gehe trotzdem erst zur Eisenmine, ist mir zu gefährlich, dass dann nicht mit anders die schnappt. Okay. Weil die bringen schon ziemlich viel. Genau. Ja, dann kann ich auch schon mal nichts mehr machen, ne? Dann war's. Diplomatie noch irgendwas? Nee, können wir auch nichts machen. Diplomatie, wir kennen ja noch keinen. Oder siehst du den rechts von dir schon? Nee, ich sehe da, unter mir sehe ich den. Liu Yu. Mit dem würde ich gerne, glaube ich, auch gerne ein Handelsbündnis erstmal haben. Wer ist denn Liu Yu? Ich soll ihm was geben? Kannst du schon mal gleich ablehnen. Das ist der unter mir! Erzähle den nicht, Alter! Naja, krieg ich das auf. Der unter dir? Ja. Also der rechts neben uns, oder wie? Der rechts von mir ist nichts. Achso, wie rum ist denn deine Karte gedreht? Ja, ich guck schon nach Norden. Wo ist denn Norden? Der Norden ist oben. Oh Mann, also warte mal. So viel Karte müssen wir kennen. Das Meer ist rechts und unten. Richtig! Okay, ich hab die jetzt mal nach Norden gedreht. Sorry, Jungs. Jetzt eher rechts von mir. Okay. Oh, ist ein Vollpfosten, ey. So, das Schöne ist, ich kann jetzt eh nichts bauen, weil ich ja noch zwei Runden warten muss auf meine Kiefernholzfäller. Deswegen können wir jetzt natürlich auch wieder Einheiten bauen, ne? Oder Einheiten produzieren. Nehmen wir es mal so. Und genau das werden wir auch machen. Wir können zum Beispiel die berittene Seele-Miliz bauen. Rolle Geschossabwehr. Verteidigung gegen Geschosse. What? Was soll die denn? Flankieren die Rolle? Rolle ist flankieren und tut den Rüstung. Schwach den Geschossangriff. Oh. Man kann es sein, dass man keine Armee aufstellen kann, wenn die öffentliche Ordnung im Minus ist? Was? Ich weiß es nicht, weil ich sie. Also meine ist im Minus und ich kann. Okay, dann hat es damit nichts zu tun. Dann hat sich das erledigt? Danke. Geiler Typ. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir werden. Ich würde jetzt super gerne Kavallerie aufstellen, aber ihr seht selbst, wie arsch fucking teuer die ist. Und, Alter, die ist echt, die ist gut. Alter, warum hab ich mir die gekauft? Na, scheiße. Muss halt mal überlegen, ob ich das nächste Runde nicht doppelt mache. Ja, ich muss nächste Runde zweimal das Eier, das war's sonst. Okay, so. Was ist eigentlich mit den Reformen? Ach, nächste Runde wieder erst. Okay, Forschung ist erst nächste Runde, Jungs. Ich muss euch wieder ein bisschen vertrösten. Leider Gottes. Ansonsten, was wollte ich euch noch zeigen? Eine Sache kann ich euch noch zeigen. Diplomatie. Und zwar. Falsch. Und zwar, wo ist denn mein Hof? Oh Gott. Ich muss mich auch selbst noch. Ah, mein Typ ist ein Level aufgestiegen. Na siehst du, haben wir es doch. So, jetzt haben wir einen Fähigkeitspunkt. Hier unten steht's. Und können halt einmal hier so ein bisschen rumgehen. Fertigkeiten, Militär, Beziehungen. Bei Fertigkeiten. So, wir haben das in der Mitte hier. Wir haben also Erdwall. 4 Entschlossenheit, 4 Autorität und die Fähigkeit Erdwall zu machen. Gibt halt eine Angriffsresistenz von 900%. Passive Verstärkung. Passiv ist immer super, musst du nichts aktivieren. Finde ich gut. Und wir haben, glaube ich, das Ding haben wir auch noch. Ausdauer, mehr Entschlossenheit, minus Verschleiß durch Mangel an Militärvorräten und ermöglicht am Schöpfungswiderstand. So, wir könnten jetzt entweder Flexibilität machen, macht uns mehr Entschlossenheit. Entschlossenheit war mehr Gesundheit und mehr Bevölkerungswachstum. Macht mehr Nachschub und weniger Verletzungskosten, was super ist. Oder Rache, Instinkt mehr. Instinkt war mehr Nahkampfscham, weniger Rekrutierungskosten. Mehr Moral im eigenen Gebiet und ermöglicht Schrecken. Da fliehen die Feinde. Im Moment mache ich mal. Danach kann ich hier auf Instinkt den +1 verfügbare Armeen und mehr Kampagnenreichweite beim Kommandieren. Das ist super. Mehr Reichweite von irgendwas zu haben, ist immer super. So, ansonsten, genau, wollte ich euch mal kurz was zeigen, und zwar bei Diplomatie. Könnt ihr zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal, wer mag mich denn? Der Leo zum Beispiel. Der findet mich jedenfalls nicht so scheiße. Freunde? Nee, Freunde, nee. Sondern, wir können ja, ich wollte euch mal dieses mit Unterstützenden handeln. Und wir gucken einfach mal, haben wir irgendwas, was wir abgeben können? Zum Beispiel diese Tonaxt. Löffel. Da muss ich mal ganz kurz nochmal. Abbruch.
Lass uns nochmal was gucken. Da muss ich der Philipp mal, ne? Aber der kann es ja mir dann nachtun, das ist ja das Coole daran. Hier ist es mit der Markise, Jungs, da brauchen wir ein bisschen mehr Prestige. Das haben wir aber nicht. Marquis, wie heißt das sonst? Marquis, das ist, glaube ich, kommt aus dem Französischen. Ich bin da jetzt hier kein französisches Spiel, warum kommt das aus dem Französischen? Verstehe ich nicht. Kann nicht ausgerüstet werden? Warum nicht? Highset von die Mauer. Geil. Warte mal, ich wollte mal einer. Und zwar, wo war denn das? Wo sind meine Leute, Digga? Weißt du es noch? Wie, wo sind meine Leute? Die Karte? Hier, der Hof oder irgendwie sowas. Wo war der Blödsinn? Der Hof, das war das links neben deinem Porträt. Ach, Mann. So, da seht ihr unten nämlich, wir haben nämlich ein paar Leute. Wir haben zum Beispiel unseren. Also unseren Haupttyp, klar. Dann haben wir unseren Yudu, ne? Und wir haben auch weitere Kandidaten noch zur Auswahl, die wir kaufen können. Und das Problem ist, jeder von denen nimmt halt Geld weg. Der zum Beispiel ist ein Hofadler, der nimmt 100 Geld weg. Die Frage ist, bringt uns der im Moment was? Geht so. Ne? Dann haben wir den nächsten, der nimmt 125 weg. Die Frage ist, was kann der Typ? Ne? Der hat eine Zufriedenheit von 37, der hat eine Zufriedenheit von 22. Der mag zum Beispiel nicht, weil er eine fehlende Aufgabe hat. Man kann jetzt die Leute übrigens verbannen, kriegt man 800 Geld, aber Fraktion ist insgesamt minus 5 Zufriedenheit. Oder man kann die befördern oder aus dem Dienst entlassen. Und bei mir ist halt so, ich guck mal kurz. Also für einen General wäre der jetzt richtig gut, wegen dem Nahkampfschaden. Der Typ hier ist halt schon relativ alt. Und deswegen entlasse ich den zum Beispiel aus dem Dienst, würde mir halt 125. Oberster Angestellter, aha. Oberster Versorger ist der Typ. Wahnsinn. So, und den Typ entlasse ich halt jetzt zum Beispiel aus dem Dienst und habe damit dann weniger Leute. Der Witz ist, habe ich jetzt, und das war nämlich eigentlich mein Plan. Mehr Geld. Erstens kriege ich mir der, zweitens, ich habe aber jetzt nicht mehr... Ah, hier ist diese komische Holzaxt. Genau. 4 Autorität und 4 Zufriedenheit ist eigentlich ziemlich gut. Die, lassen wir mal noch. Aber theoretisch, nur von der Idee her, ihr könnt diese Dinger halt verkaufen und die bringen euch halt eine ganze Menge Geld ein. Das ist halt die Idee da dran. Sozusagen. Und ich mache mal die Runde weiter. Dass Philipp auch mal dran ist. Aber, ne, das ist so die... Grundlegende Idee. Ich kann, wenn ich dran bin, übrigens ihre Form machen. Das ist schön. Und ansonsten aber nichts Sinnvolles an sich. Na gut. Jo, die Frage ist jetzt, was greifen wir als nächstes an? Wenn du die Eisenmine nimmst. Der Typ rechts neben dir. Nee. Ich muss nach unten gehen. Ich muss die Rebellion angreifen und dann Richtung Hahn, weil wir haben immer noch. Ach, das ist eine Rebellion. Den Hahn haben wir noch Krieg. Warte. Also ich zeige euch nochmal ganz kurz, wir haben theoretisch Krieg gegen das Hahnreich und gegen die Donzu. Donzu sind uns unglaublich überlegen, überwältigend, und das Hahnreich ist uns ist unbedeutend gegenüber uns. Das ist quasi so ein bisschen die Machtränke. So, Philipp hat eine neue Armee aufgestellt. Und ich würde sagen, Philipp hat noch ein bisschen Zeit, sich da halt nochmal so ein bisschen anzugucken, vielleicht nochmal zu gucken, was hat er für ein Adlien, was kann er da reinmachen, was hat er für Leute, braucht er die irgendwie, sonst was. Und ich würde mich jetzt einfach mal von euch jetzt schon mal abmelden. Die Folge soll ja nicht zu lang werden. Es wird immer so um die halbe Stunde sein, aber schießt mich darauf nicht fest. Und dann sehen wir uns einfach mal in der nächsten Folge wieder. Bis denne!